wer ist der Typ denn? Sag, Bruce, du kennst die Geschichte nicht vom alten Kriegsveteran aus dem Zweiten Weltkrieg? Nee. Also. Torti, so nannten sie den Typen. Er sollte ein paar Gewehre im Wald bewachen, aber er verliebte sich in eins, in die Kalaschnikow. Er gab ihr den Namen Kalaschnikowa. Er tat alles mit ihr. Er redete mit ihr über alte Zeiten. Oh, weißt du noch damals in Vietnam, wo ich dich benutzt habe? Aber nicht nur das. Er hat sie so doll geliebt, dass er mit ihr schlief und sogar Liebe machte. Aber wehe, jemand störte den Frieden. Er schlug ihm den Schädel. Den zweiten erschoss er auf der Stelle. Das Problem ist, er weiß immer noch nicht, dass der Zweite Weltkrieg vorbei ist. Wollen wir ihm das sagen? Bist du lebensmüde? Der Typ muss ja schon über 80 sein. Mann, der Wald ist voller Verrückter. Diese Gestalt. Das ist Meister Yen. Wer zur Hölle ist Meister Yen? Sag bloß, du kennst die Geschichte nicht. Nee. Also. Es gab mal einen Überfall in Brandenburg. Die Sparkasse am Schüchtern wurde überfallen. Alle Banditen wurden gefasst. Nur einer konnte fliehen. Er floh durch den Wald mit seiner Kalaschnikow. Tja, aber mit einer Sache hat er nicht gerechnet. Er wusste nicht, dass Meister Yen im Wald war. Als er auf ihn gestoßen ist, da dachte er sich, oh, nimmt er ihn sich als Geisel. Aber das war ein großer Fehler. Weil er Meister Yen störte, aus seinem Trance, der zerschlug seine Kalaschnikow, als ob es eine Software wäre. Der Bandit war total verblüfft. Als er seine Pistole zog, machte Meister Yen dasselbe. Er zog einfach den Lauf raus. Da hat ihm Bandit die Angst gepackt und er ist abgehauen von Meister Yen. Aber dieser teleportierte sich immer wieder vor ihm. Er hatte einfach keine Chance zu entkommen. Und dann, so erzählt man sich, hat er seine Spezialtechnik angewandt. Den bösen Blick. Davon soll man Kopfschmerzen kriegen. So richtig brennende Kopfschmerzen. Und das Herz, das rast. Und man zuckt, man quält sich und man krepiert richtig langsam und jämmerlich. Ja, damals ist er in diesem Film noch einen Blick gekehrt. Was für ein Hokuspokus ist das denn? Komm, Frankie, lass uns lieber gehen. Der Wald ist voller Verrückter.